Ach, ein Träumchen, ein Träumchen. Das war sehr schön. Oh Gott, warum ist das so laut? Hä? Wo kommt die Musik her? Wo kommt die Musik denn her? Hä? Seit wann muss der Streamer seine Community fragen, ob er ein bestimmtes Spiel spielen darf? Du kennst unseren Chat nicht. Ich lebe in ständiger Angst und werde ständig für alles verurteilt, was ich tue. Nie, eigentlich nie. Das kommt nie vor. Also hier schon gar nicht. Hier ist alles cool. Jetzt schaffen wir's. Ich bin optimistisch. Jetzt wird's funktionieren. Pass auf. Irgendwo anders fischen. Okay. Completed the game. Ja, das, sie haben alle Errungenschaften freigeschaltet. Das war Spielzeit 5 Minuten. Ich bin ganz ehrlich, für den Preis von 0 Euro war das okay. Hallo. 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 Liza, hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich auch. Guten Tag. Hallo. Ja, oh, hallo. Na? Oh, meine Güte. Was ist denn hier los? Was ist deine sexy Stimme? Ja, das ist immer, wenn ich dich höre, weißt du? Das ist... Lies mir vor. Ha. Oh, 9-3. Was? 9. Ja, Erik, bist du auch da? Weil wir hören dich nicht. Nein, nein, redet ruhig weiter. Also, okay. Das ist jetzt unangenehm auch. Nee, das war schon sehr angenehm. Cool, meine Views gehen hoch. Dankeschön. Neun Tage. Alter! Oh, Svenbu, du musst aufhören! Fuß raus, ne? Also, da war ja überall. Hilfe! Ah, Entschuldigung, ich kann gerade nicht mitmachen. Ich werde gerade gebombt. Leise hat 9 Tage kein AA gemacht, Hase. 9 Tage? Was? Wie 9 Tage kein AA gemacht? Was? Die Info? Was? Aber wie? Ja. Wo geht das hin? Es steht schon was Neues bezüglich neuen Synchronrollen an. Ja, aber ich darf es noch nicht verraten. Wird interessant. Wird Moby Dick neu verfilmt? Weiß nicht, frag mal deine Mutter. Ich meine nur, weil die echt ein großer Film-Nerd ist. Die kennt sich halt immer aus. Bei den ganzen Filmen und so. Die hat ja echt Ahnung. Weiß nicht, was ihr jetzt daraus interpretiert habt. Fällt mir nichts ein, wie man das anders verstehen könnte. Bei Starfield eine Facecam lohnt... Ich finde, bei den meisten Let's Plays lohnt sich eine Facecam nicht. Es sei denn, du overactest halt. Oder machst dann extra für die Kamera irgendwelche Sperenzchen so. Oh nein! Oh, Hilfe! Huch, hab ich mich erschrocken! Schade, ich guck nur noch Let's Plays mit Cam. Tja, Liza. Das ist natürlich jetzt unangenehm für uns beide. Oh, huch. Ach, ich hab noch aplays.de im Hintergrund. Alter. Was ist böse? Das war ganz schön frech von euch, die gute Pan so zu erschrecken. Das war so lustig. Boah, das war so lustig. Das hat so viel Spaß gemacht. Schlimmster Jumpscare. Moment, wir machen das mal ganz kurz zusammen. Wir machen das eben zusammen. Hase, bist du bescheuert? Wie kannst du... Ich wollte die Webcam einstellen, als hätte ich das gar nicht gesehen. Und wir stehen so ein Mann hinter mir. Du Arschloch.
Ich wohne hier halt auch. Huch. Runde 2. Glaubst du, dass du der Lustigste in deinem Freundeskreis bist? In meinem was? Jetzt müsst ihr entscheiden. A für ja, B für nein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin aber schon eine Spaßkanone. 418 mehr haben Nein gewählt? Nur 182 haben Ja gewählt? Was ist denn mit euch los? Ich, selbst objektiv gesehen, hätte ich das mit Ja beantwortet. Ich bin ein Kracher. Ich bin eine Schmunzelgarantie. Ich finde mich einfach am witzigsten. Ist total geil. Manchmal ziehe ich mir selber Witze. Und lache heimlich in der Ecke. Wie so ein Psycho. Sag mal, dein geiles Keanu Reeves T-Shirt, der mit einem Hundekörper. Warum auch immer der das hat, ne? Boah, alter Hase, ey. Oh, mein Herz, ne? Mein Herz ist hier oben, Hase. Hier oben ist es. Nö, ich bin schon witzig. Wir hielten nicht für bescheiden. Ich bin realistisch. Ja, gut, beim Marv würde ich sagen, ja, Frank, komm. Na komm. Also das ist schon, nee. Beim Marv würde ich jetzt schon, jetzt sind alle witziger als ich. Geht doch alle kacken. Passend zum Thema. Der menschliche Körper besteht zu 90% aus Wasser. Wir sind also eigentlich nur Gurken mit Rechten. Na, die Rechten sind auf Twitter. Hättest du dir jetzt jemals vorstellen können, dass der Stream heute so ablaufen können? Überhaupt nicht. Gronkh, warum hat der Sonic einen Mittelfinger? Weil wir hier so drauf sind. Wir geben einen... Schade. Eieieiei. Ah, geht nicht, schade. Ich sehe nur Schwänze. Bitte was? Leiser! Dann guck mal wieder auf den Bildschirm jetzt. Nein, das habe ich bisher auch in der Dusche gesagt. Oh, Putzi! So, ich wähle jetzt eine Antwort. Auf wen könntest du eher neidisch werden? Ist aber eine schwierige Frage. Ich weiß nicht. Also auf wen könntest du eher neidisch werden, ist eine schwierige Frage, weil, auf den lustigen Freund. Klappe jetzt! Thomas. Ist das dein Name? Bronco. Ah, hallo, mein Name ist Nario. Bronco. Mario? Nario. Mario. Mario? Mario. Also wenn ihr Bock habt, ja, wenn ihr Bock habt, supportet gerne das Deutsche Bahn-Logo. Voll geil. Oh, das war ein Traum. Warte. Schick mal nur das DB-Bild, dann haben wir alle das gleiche Bild. So ist er gerade geplant. Ah, das ist schon ziemlich geil. Yeah. Geht aber auch schon los, dann voll geil. Noch eins. Oh, wir müssen gucken, dass wir nicht alle gegeneinander arbeiten, you know? Oh, hey. Achso, Gronkh gerade den Stream. Ja, hallo, Gronkh. Alles klar. Okay, also wir machen das so einfach, oder? Ich glaube, das ist der Plan. Es sieht aus, als hätte es nicht nervig geklemmt oder so. Ja, ja. Ein bisschen mach ja. Mach mal bitte auch Dance Drunk. Ist das Dance Drunk? Ah. Ja. Bitte mach das. Dance Drunk. Hä? Oh Gott. Wenn ich jünger wäre, könnte ich mich ja noch weiter bilden und würde dadurch auch klüger sein. Aber wenn ich klüger wäre, wäre ich nicht so klüg, wäre ich nicht klüg genug, um mir Jugendtrank zu machen. Ja gut, warte. Moment. Ich muss das für YouTube rausschneiden einfach. Was macht ihr? Was ist denn das? Das ist das Alien-Spiel. Alien. Alien. Ja. Alien. Boah, das wäre so gut gewesen, wenn man Backseat-Gaming gemacht, ne? Backseat-Banging. Meine Gedanken sind besessen von... Stell dir mal vor, der würde stehen. Auf so ganz dünn den Tag so... Ich meine,
andere Möglichkeit haben wir nicht, oder? Juckt's mal. Ich stelle dir eine normale Frage. Ja, ich, trotzdem, wenn du es redest, ist die Stimmlage einfach, der juckt mich überall. Haben wir eine andere Möglichkeit, von hier zu entfliehen? Community machen und das darf da sein? Gronkh, du fetter Nerd, ich f***e eure DB. Was anderes kriegst du eigentlich vor deinen Schwanz, vor deinen Kleinen. Lass Türkei in Ruhe. Ich hab die Türkei, ich war noch nicht mal da. Ich hab mit der Türkei gar nichts zu schaffen. Was willst du denn? Nimm das doch nicht so persönlich auf Place, hm? Aber geh doch lieber mal eine Bahn fahren. Vielleicht ist das produktiver, als hier auf Twitch irgendwelche Kanäle zu suchen, 10 Minuten auf Freischaltung zu warten und dann zeigen, wie lächerlich du bist. Also, wie wäre das denn mal? Ja, geh doch mal lieber zum Bahnhof und dann such dir eine schöne Lok aus. Ich wünsche dir viel Erfolg. Nehm das nicht so ernst wie die Kollegen. Also nicht ernst nehmen. Eigentlich ist alles ein Good Spirit und so, ist alles nur Spaß. Manche Leute nehmen es ein bisschen zu ernst. Was geht mit der? Was? Voll am Eskalieren auf einmal? Sieht wirklich aus wie ein Megan Fox Asset, oder? Und er ist der Coolste. Er geht richtig ab. Das bist du im Club. Es geht jetzt super, Spermien, versperren uns den Weg. Die haben voll bei Skyrim geklaut. Oh, ich war mal hin durchlaufen. Du hast sie getötet. Ich hab sie getötet. Seid ihr einfach durch die Spermien gelaufen? Ja. Mund auf und durch. Bitte was? bitte was? Bitte was? Wer hat jetzt gegen Mund auf? Der kam jetzt aber richtig gut. Viel Spaß. Ja. Geh mal, ich muss mal kurz aufstehen und Tür abschließen jetzt. Nein, warte mal. Sie hat wirklich die Tür abgeschlossen. Wir sind rausgegangen und das Schloss, klack, 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 hat einfach abgeschlossen. Das war gemein. Das war einfach gemein und ich wohne auch hier und wir haben ja auch Rechte. Ja, wir sind ja auch nur Menschen. Richtige Bumsbuben. Zwei billige Bumskröten. Hallo, kann ich die Wohnung verlassen? Nein. Warum ist der Kühlschrank offen? Das kostet doch... Oh, Gottes Willen! Hallo, wie geht es? Ich habe mich erschrocken vor den Stromkosten, die der Kühlschrank hier verbraucht. So. Danke, Gronkh, dass du noch live bist. Meine Oma ist aufgewacht. Ich wollte es einfach mal testen. Schön, dass Oma wach ist. Ich freue mich. Ja, habe ich verdient. Können wir das mal festhalten, wie geil Place.de ist? Sogar Loriot ist drin. Okay. Okay, jetzt auch nochmal Deutschland mit Benjamin Blümchen. Heile. Oh nein, nicht die Torte. Ich nehme alles zurück, was ich über Place.de gesagt habe. Nein, Benjamin, nein! Wieso kriegt der Elefant das größte Stück von meinem Geburtstagskuchen? Ich hasse Benjamin Blümchen. Was denn das? Wir können es probieren. Was ist das teuerste in deiner Sammlung? Deine Mutter. Entschuldigung, hat sich angeboten. Es tut mir leid, war ein Witz. Entschuldigung, war unangebracht. Ich sehe es ein. Auf einmal bin ich viel schlauer geworden hinterher. Es tut mir leid. Garage? Ihr Fahrzeug wird gegen Gebühren an eine Garage... Nö. Finder. Kommt er hier lang? Oh shit.
Mann, geh da wieder rein! Geh da nicht wieder rein! Who's there? Must have been the wind! Okay, wir probieren es nochmal. Es ist die Demo, die noch nicht ganz ausgereift ist. Oh, Papa Platte, danke für den Raid. Kevin, vielen Dank für den Raid. Hallo. Oh shit, ich habe auf die Fresse bekommen gerade. Danke für den Raid, dankeschön. Herzlich willkommen, wir spielen gerade, was soll ich, ja. Wie erkläre ich das am besten? Wir spielen gerade den Dating-Simulator. So, was, die Dame hier sieht Papa Platte sogar etwas ähnlich? Was? Das sagst du doch bestimmt nur wegen dem Schmollmund. Ihr könnt euch ja natürlich auch vorstellen, dass ihr Papa Platte datet, ne? Das geht natürlich auch. Mit dem Dating-Simulator. Ist gar kein Problem. Kennt ihr noch alte PewDiePie-Videos? Da war gefühlt alle 15 Sekunden was geschnitten, in denen er nur rumgeschrien hat. Ja, aber das waren... Wieso macht Pan die Lichter bei mir aus? Dankeschön. Litken, dankeschön. Vielen Dank, Litken. Dankeschön, dankeschön. Merci. Warte, ich klemme ganz kurz eben mein Bein unter, ja? Ich schwöre, das war der Greenscreen hinten. Der hat gequietscht, weil ich gegengefahren bin. Warte. Das war der Greenscreen. Macht am besten Folgendes. Bei eurem YouTube-Account müsst ihr einen Popo-Avatar machen. Irgend so ein prallen Po, ja, dass da so ein praller Po ist in diesem Kreis. Und dann müsst ihr schreiben, das ist mein Lieblingskanal mit lauter Herzen und so. Man sieht richtig, wie viel Mühe er sich mit seinem Video gemacht hat. Oder das ist mein Lieblingskanal. Oder das ist das beste Video seit langem. Und dann freue ich mich einfach, dass Leute was Nettes schreiben. Dann sehe ich... Wieder ein Arsch. Ich sollte mich eigentlich über die Ärsche auch freuen, aber... Ja...